So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf eurem Lieblingskanal Henno Uncut. Meine Damen und Herren, wir spielen mal wieder Vampire Survivors. Ich habe es länger nicht angefasst und beim letzten Video habe ich ja schon gemeint, krasse Scheiße, die bringen echt viele Updates raus. Und die haben weitergemacht, wo die aufgehört haben. Also es kam jetzt in der Zwischenzeit, also richtig viel neuer Content. Tatsächlich. Hier, ich sehe hier auf einem Bild voll viele Items, die ich nicht kenne. Die haben die Grafik geupdatet, dass die Charaktere besser oder anders aussehen. Es gibt übel viel neue Achievements, gibt neue Charaktere, neue Stages, neue Maps. Ist insane. Ich habe aufgehört mit dem Game. Da hatte ich, glaube ich, 56 von 60 Errungenschaften. Es gibt jetzt einfach 123. Meine Damen und Herren. Wir gehen rein. Für die, die vielleicht... Oh, ich habe noch 18.000. Ja, das haben wir doch in irgendwas rein. Wahrscheinlich Neuwahl, ne? Oder Eile. Wir machen mal Neuwahl. Wir hatten ja letztes Mal mit Fluri ausprobiert. Alter, wir haben übel viel Knete. Ah, schade. Na gut. Für alle, die Mega Vampire Survivors Main sind... Hier gibt es jetzt nichts Neues zu sehen, glaube ich. Also, ne, ich bin ja jetzt ein bisschen raus. Aber für alle, die vielleicht das so ähnlich wie ich gezockt haben, zum Start viel und jetzt immer mal wieder reinschauen, wenn ein Update ist und vielleicht jetzt auch dann wieder interessiert sind, was gibt's denn? Für die ist das, glaube ich, was. Oder generell für Leute, die einfach Bock haben, hier eine Runde mich Vampire Survivor zocken zu sehen. Also, wir sehen schon, ich habe die alle erstmal nicht erkannt. Die sind irgendwie alle gereworked, also optisch. Wir nehmen, glaube ich, Cavallo, Digga. Weil der erhält alle 20 Level mehr Geschosse. Aber das ist jetzt gecapped auf 3. War das schon immer so? Und die exploden halt. Also zuletzt hatte ich den Eindruck, er ist echt der Beste gefühlt. Also es kommt natürlich ein bisschen auf dem Bild an. Holy shit. What? Okay. Also verrückter Wald. Hatte ich alles, glaube ich, freigeschaltet. Verzierte Bibliothek, die haben jetzt Namen. Und es gibt, ist jetzt übrigens auch Deutsch zu 80%. Und es gibt eine Beschreibung für die Stages. Da habe ich auch alles. Milchfabrik hatten wir gespielt. Cool. So, und hier haben wir was. Das haben wir noch nicht entdeckt. Grüner Acker. Noch nicht entdeckt. Die Molise, Bonus. Dort existieren Orte, die nicht existieren. Komm, um dich zu erholen und das Leben zu genießen. Wir sehen uns auf dem Land. Gegner haben 60% mehr Leben. Okay. Also, ich glaube, genau, den hatten wir normal gespielt, aber nicht Hypermodus. Und wenn wir den, glaube ich, Hypermodus spielen und schaffen, schalten wir das nächste Gebiet frei. So war es, glaube ich, bei denen hier. Also man musste es einmal normal schaffen und dann, glaube ich, nochmal im Hypermodus, um die nächste Stage freizuschalten. Ich glaube, so war das. Das heißt, wir gehen hier in die Milchfabrik rein. Ich würde vorher, glaube ich, einmal sicherheitshalber schauen, ob das stimmt, weil sonst, ich will hier nicht ein altes Level, was wir schon gesehen haben, nochmal umsonst zocken. Also Vampire Survivors Stage 4 Unlock. Zack. Normalerweise würde ich das nicht machen, sondern einfach durch Probieren herausfinden, weil das auch Spaß macht. Aber jetzt hier für Content-wise machen wir das mal so. Bla, neues Level. Gibt es übrigens seit April. Also es ist halt echt ein bisschen Zeit vergangen, aber auch viel Neues dadurch. Also wer da mal wieder reinschauen möchte, da gibt es, glaube ich, einiges zu holen. Gut. This new stage is titled Gallow Tower. Bla, bla, bla. Okay, stage is very narrow. Unlocking the Gallow Tower requires getting the character to level 60 in the Diary Plant. The Diary Plant? Die haben ja jetzt Namen, das haben die ja auch noch nicht lange. Welche Map ist das? Bilder? Die Milchfabrik. Tatsache. Diary Plant zu Deutsch Milchfabrik? Also weiß ich ja nicht. Na gut, also Level 60 wäre in der Milchfabrik. Hypermodus stand da jetzt nicht. Das heißt, glaube ich, wir lassen den Hypermodus, oder? Ja, weil wir wollen freischalten. Und dann müssen wir einfach Level 60 werden. So, los geht's. Aha. Zack, Level up. So.
Wir nehmen... Ja, auf die beiden zu gehen ist gut. Wir nehmen beide Tauben. Wollen die Regenbogentaube ballern. So, unten ist ja eine Truhe, aber ich level erstmal ein bisschen. Hier gab es ja auch in der Milchfabrik viele Secrets tatsächlich. Die ich alle, glaube ich, auch noch gar nicht kenne. Okay. Feuerstab. Es ist ungewohnt, auf Deutsch zu spielen, muss ich sagen. Aber I like. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, Deutsch. Wisst ihr? Sagen ja die Deutschen immer gerne. So. Eine tolle Synchro bis hierhin. So. Armschiene? Moment, ich glaube, ich kenne es, aber es hat ein neues Bild. So, ich habe hier meinen Sheet auf. Scheiße, der Sheet ist auf Englisch. Ich mach mal Neuwahl. Geil, Feuerstab auf 2. So, und jetzt mache ich den Zaun ein bisschen runter. Und ich mache nochmal Ben und mach's auf Englisch. Es tut mir leid, Leute. Ich muss es auf Englisch spielen. Einfach weil ich hab die ganzen Kombos für die Items, wo man krasse Items kriegt, nicht mehr auf dem Schirm, ja? So. Hä? Ich habe jetzt Random Achievement freigeschaltet. The Bone Zone. Habt ihr es gesehen? Unlock Hyper Mode for 3 Normal Stages. Hä? Hey, ich hab das jetzt freigeschaltet. Hä? The Bone Zone. Come over here and say your... Okay, dann spielen wir das. No item drops? Enemies grow stronger over time. Okay. Gut, dass wir nochmal raus sind. Ich glaube, der... Also, ich hatte die drei ja schon vorher. Ist ja auch scheißegal, wir machen das. So, ich hab's jetzt on English. Yes. So, this is wonderful right now. English is a very nice language. It's a good country. So, I level up now. So, okay. What's good? I would say reroll because, I mean, cross is quite good. Ah, but lightning ring, for example, is way better. So, machen wir ein bisschen AOE jetzt. Schön. Hä, aber es sind doch Item Drops. I mean... Oh, das war Englisch. da kam jetzt ja Geld. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, dann nehmen wir Cross mit, I guess. Ist fürs Early Game tatsächlich ziemlich gut. Weil das uns die Viecher echt vom Hals abhält, ja. Aber ich muss sagen, das Spiel ist ja auch, man muss ja auch sagen, ist krass erfolgreich. Und, also, anders. Als ich es das erste Mal so durch hatte quasi bei dem aktuellen Stand damals, dachte ich halt echt, ich werde das nie wieder spielen. So ein bisschen wie Loop Hero, wisst ihr? Mega geiles Game, krass durchgesuchtet, aber das war's dann auch. Armor ist neu, oder? Nein, es hat auch einfach nur ein neues Bild. Okay, wir nehmen den Candle Labrador. Ist ein Hund, Labrador, Digga. Kerzenlabrador. Denn, ich glaube, mit Feuerball oder den Äxten wird das was Krasses, oder? Ja, mit der Axt, genau. Dann wird es diese Sense. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal zocke, geschweige denn öfter. Aber die EntwicklerInnen schaffen es halt wirklich, das Ding am Laufen zu halten. Was voll beeindruckend ist, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich auch eine gute Basis dafür. Also das Spielprinzip. Halt neue Stages, neue Charaktere, neue Achievements. Das Spiel ist ja übel chill, macht doch Bock. So, machen wir nochmal das. Aber ich brauche eigentlich Waffen. Give me weapons. So, hier haben wir Geld. Komm mal, wir erkunden mal ein bisschen, oder? Ich bleib mal nicht so auf der Stelle. Ich glaube, No Item Drops bezieht sich auf Bosse. Dass die keine Truhen droppen. Okay, also hier war ein Weg. Den gehen wir einfach mal entlang. Würde ich sagen. Aber ich lasse echt viel Drop dann hinter mir.
Nee, wir müssen erstmal so eine Kurve erreichen, sag ich mal. Wo wir... Sind das so Suicide-Dinger, die roten? Nee. Wir müssen erstmal so ein Level erreichen, wo wir echt gut klarkommen. Gerade sieht es eher problematisch aus. Wobei es nicht Hyper-Mode ist, glaube ich, gar nicht so tragisch alles. Aber ich brauche jetzt wirklich Level-Up und dann eine Waffe. Zwingend. Boah. Ja, ich glaube Lightning Ring. Einfach mehr Lightnings. Sehr gut. So. Ja, wir leveln sehr langsam. Genau, also ich würde erstmal gucken, dass wir ganz gut stehen. Und dann würde ich hier die Area mal erkunden. Hier gibt es bestimmt auch wieder Achievements. Ja, das auch, aber Secrets meinte ich jetzt eigentlich eher. Nice. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt. Für mich tatsächlich vielleicht jetzt schon Indie Game of the Year. Muss ich wirklich sagen. Spinat ist gut mit Feuerball, aber wir nehmen jetzt Ebony Wings, einfach weil ich eine Waffe mehr brauche. Und auf die wollen wir eh gehen. Dass wir die Regenbogentaube bekommen. Die cleart ganz gut rein. Ja. Ja, ein paar Sachen weiß ich noch. Ist jetzt auch nicht so ewig her. Ja, also ich bin jetzt hier kein... Ich habe ja auch keinen Alzheimer. Noch nicht. Das wäre echt schlimm, muss ich sagen. So. Oh, Base Area 100% erhöht, das ist schon gut. Aber ich meine, Cherry Bomb ist auch gut. Aber wir nehmen... Wir nehmen Lightning. Weil wenn der jetzt in eine Gruppe ballert, da gehen einige flöten. 30 Damage, auch gut. Ey, aber man kriegt ja echt gut Money. Also hier droppen wir übel auf die Goldsäckchen. Und das, obwohl ich gar nicht... Ah, wie sind die Basic-Einstellungen für Luck? Plus 30% auf der Map, okay. So, ja, ich würde cross-leveln. Das ist gut. Viel mehr Damage. Oder war das Upgrade-Damage? Warum ist das eigentlich nicht 16 zu 9? War das schon immer so? War das schon immer so? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Soll das so einen Retro-Faktor ausmachen? Hör mal. Also wir kommen ganz gut klar, ja? Wir kommen ganz gut klar. Oh, Bibel. Oh, Firewand auch sehr gut. Aber Bibel carried richtig hart Early Game, wenn man das so auf 3, 4 Level hat. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh, da ist der Cursor. Sorry. So. Okay, ich weiß jetzt gar nicht. Also, man schaltet diese Map frei, wenn man in 3 Normal Stages, also nicht die Challenges oder die Challenge Stages, den Hyper-Mode freischaltet. Sprich, die Normal Stages jeweils einmal durchhaben, dann schaltet man ja, glaube ich, den Hyper-Mode frei. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße. So, und dann schaltet man dieses Level frei. Oh. Hm. Wir haben jetzt schon sehr viele Waffen und ich habe nur noch einen Slot übrig und der muss für die Taube kommen. Das heißt, wir rerollen und ich nehme Cherry Bomb. Weil, also Level 2 ist noch nicht so gut. Cherry Bomb Upgrade, würde ich behaupten. Aber danach kommen, glaube ich, mehr Projektile und so. Dann knallt es langsam. Oh mein Gott! Was war das denn? Guck mal, da ein paar Skelette haben so eine gelbe Umrandung. Sind die gebufft oder haben ein Schild? Hä, was sind das für rote Kügelchen? Kügelchen? Hä, wer ballert denn da oben? Oh! Ach, die kenne ich noch von der Milchfabrik, oder? So. Ja, Cherry Bomb, glaube ich. Ich glaube, Cherry Bomb... Oh, das ist ärgerlich, wenn die jetzt hier überall spawnen. Weil da muss ich ja krass dodgen. Na gut. Okay. Bibel wäre auch gut. Da ein schönes, saftiges Upgrade, aber gut. Okay. Oh, hier lag schön viel rum. Nice. Man sieht, wo die Lightnings manchmal reinhitten.
Aber bisher kam kein Boss, ne? Okay, hier. Ein Projektil mehr. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Ja, wir brauchen ja uns auch echt nicht so viel Gedanken machen. Ist bisher relativ easy. Oh, jetzt kommen dicke Skelettköpfe. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, ich muss durch. Okay, die halten viel aus. Ich habe es vielleicht gejinxt. Aber ich meine, allein durch unsere ganzen Stats-Verbesserungen aus dem Hauptmenü sollte es eigentlich klar gehen hier ohne Hyper-Mode. Oh, hä, da ist so ein Item-Drop. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe gedroppt. Eigentlich auch das Beste vom Game. Wäre schon schade, wäre das nicht drin, ne? Hier ist gut EP. Gut EP. Nice. So, und ich hole mir jetzt die Truhe. Abfahrt. Okay, blau. Ich skip mal. Okay, Lightning. Nice. Ein Projektil mehr. Und Level up. Ah, da ist es. Nice. So, jetzt sind wir erstmal safe. Wir haben die andere Taube. Die müssen wir jetzt beide auf Max-Stufe bringen. Dann kriegen wir die krasse Taube. So. Eigentlich hätte ich... Also, normalerweise hätte ich eher gerade die Bibel geupgradet. Aber ich wollte jetzt einfach die Taube safe haben. Wisst ihr, was ich meine? Oh, da würde ich gern rein. Boah, ich krieg gerade richtig aufs Maul. Bracer, genau. Brauchen wir... Für 1000 Edge, aber wir haben kein Knife. Ansonsten brauchen wir den nicht. Ja, dann Cross nochmal. Ich habe jetzt sehr viel Leben verloren, weil ich unbedingt die EP haben wollte, aber ich regeneriere ja auch ein bisschen. Also all good. Wir dodgen jetzt mal ein bisschen rein. Wir dodgen rein. Schön. Ziehen hier so ein bisschen Kreise. Um EP auch aufzusammeln. So, da sind wir. Ja. 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 Oh. Oh. Ja. Schön. King Bibel. Königsbibel. Was ist eigentlich eine Königsbibel? Also, I mean, wo sind wir hier? Aber gut. die auf die nächste Stufe zu bringen, wäre schon nice, denke ich. Oh, wir gehen da durch. Da ist schon gut was los hier. Ich bräuchte mal ein Level-Up, glaube ich. Fühlt sich so an, als bräuchte ich gerade unbedingt ein Upgrade. Ein gutes. Ah, da habe ich kassiert. Hier ist gut EP. Schön. Ich bin so irritiert, weil... Also, ich habe jetzt erst geschnallt, dass es ein neues Bild ist. Aber das steht jetzt auch dran, was das bringt. Cool. Okay, ich würde aber... Cherry Bomb tatsächlich upgraden oder Ebony Wings. Ich glaube Cherry Bomb. Das Ding ist, das will ich später. Cherry Bomb. Oh, da ist ein Hundi. Hundi Wau Wau. Skeletthund. Ich bin jetzt schon fast wieder Level Up. Nice. Okay, da unten lagen noch gut Kristalle. Gehe ich nochmal hin. Oh, wobei, hier geht's auch. Chillige Mucke. Okay. Okay, all good. So, was haben wir jetzt? Ja, Cherry Bomb. Welches Level sind wir eigentlich? Ja, bei Level 20 kriegen wir einen Cherry Bomb dazu. Man levelt ja gar nicht Cherry Bomb so, dass mehr Projektile hat. Das kriegt man ja durch, selber durch Level. Oder ist neu? Oh, hier liegt viel rum. Geil. Holy. Nice. Sehr juicy. Oh, da ist eine Truhe. So, King Bibel, genau. Jetzt haben wir drei Projektile. Holy shit. Okay, ich muss oben raus. Ah! Ah! Ja. Ja. Holy shit, es kommt. Da muss ich durch. Ich sterbe. Ich habe einmal wiederbeleben, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir nochmal rein. Leute, dann müssen wir nochmal rein. Aber nehmen wir ihn? Er wäre auch gut. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Haben die den geändert?
Ich glaube, vorher waren mehr Projektile. Okay, pass auf, wir nehmen ihn. Weil. Ey, ich bin mir unsicher. Vielleicht nehmen wir auch Porter. Arca. Der ballert schnell. Guck mal, alle 10 Level, aber auch nur maximal minus 15%. Das heißt nur zweimal. Mehr Damage? Mehr Damage? Mehr EP? Oh Mann, ich. Ein Projektil mehr für alle Waffen. Schon auch sehr gut. Das ist ja sehr gut. Hatte der schon immer? Okay, Leute, ich würde sagen, wir nehmen mal ihn, Antonio. Und wir probieren jetzt trotzdem nochmal das Ding. Ey, das war jetzt ein bisschen kacke, dass ich da jetzt hier reingeschissen habe. Aber ich glaube, jetzt knallt es dafür. Okay, wir nehmen Firewand. Schön. Schön. Okay. Axt nehmen wir. Also ich denke, ich muss mehr. Das habe ich ein bisschen zu wenig, glaube ich, beachtet oder respektiert. Es ist schon meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man früh eine Waffe einfach gemaxt hat. Ich habe eben sehr verteilt geskillt. Also erstmal geschaut, dass ich alle Waffen, die ich will, habe. Aber dabei habe ich ein bisschen vernachlässigt, eine Waffe gut zu leveln. Wobei, I mean, ich habe diese Cookies da gelevelt. Aber die bringen auf geringem Level noch nicht so viel, ne? Weil man ja erst mit den jeweiligen Leveln mehr Projektile bekommt. Projektile sind schon sehr entscheidend, denke ich. Na gut. Okay. Ich werde auch, glaube ich, nochmal 20 Minutes Till Dawn aufnehmen. Hieß ja so, ne? Da schauen wir auch nochmal rein. Das war auch sehr nice. War sehr ähnlich, aber auch anders. Muss man sagen. So. Okay. So. Okay, wir ballern den Firewand hoch. Und dann hoffen wir auf Spinat. Weil dann kriegen wir zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, mit die beste Waffe. Also es schallert halt unnormal. Die riesigen Feuerbälle dann. So. Okay, das läuft ganz gut. Also wir haben gar keine Probleme. Nice. Wirklich sehr chillig. Ja, man hat ein stärkeres Early Game, ne? Als mit diesem Skelettboy oder diesem Cavallo. So, Axt. Auch sehr gut gegen starke Gegner, ne? Die viel aushalten. Weil sehr viel Base Damage. Wie man sieht. So. Okay. Ich meine, was man halt weiterhin bedenken muss: So ein Game ist halt letztendlich ein Base Race. Base Race. Damage Race, Mann. Ja, ich bin noch nicht ganz fit. So. Ja, würde ich die Peitsche nochmal leveln. Sehr gut. Schön auch den Damage reintunken in die Leute. Ne? So. Schön. Okay, alle 10 Level kriege ich 10% mehr Damage. Maximal 50% mehr. Das heißt, ich glaube, Stufe 10 müsste ja das erste Mal hitten. So, nochmal Axt. Ja, das läuft viel besser. Das läuft viel besser. Sehr schön. Mit der Peitsche hat man immer das Gefühl, dass man nach unten keinen Damage hat. Aber ich glaube, ab einer gewissen Stufe peitscht die auch nach unten. Ja, WIP. Hier, Abfahrt. Jetzt macht die erstmal nur mehr Damage, glaube ich. So. Ich sammle nochmal ein. Zack.
Also, ich habe das Gefühl, das ist echt eine gute Map, um Geld zu farmen. Einfach, weil ja auch so tausende Fackeln sind. Der gelbe Skelett, der hält ja ultra viel aus. Ist das ein Boss? Jo! Lol. Okay, Abfahrt. Peitsche. Nice. Sehr gut. Nochmal Damage um 5 hoch. King Bible. Abfahrt. Sehr gut. Hier liegt das Gold auf der Straße, Freunde. Das Geld. Oh, die Äxte knallen aber auch rein. Mamma mia. Firebond. Den will ich auf Max-Stufe bringen. Äxte auch. So, und dann brauche ich Kerzenleuchter, oder wie die Scheiße heißt. Und Spinat. Und oder. So, lecker. Echt sehr viel Gold. Sehr, sehr viel Gold. Aber das fand ich krass beim... Im Hauptmenü. Im Hauptmenü, wo man neue, dauerhafte Upgrades freischaltet, gab es jetzt nicht so viel Neues. Oder gar nichts Neues, oder? Vielleicht habe ich auch was übersehen. Vielleicht gibt es da einen neuen Reiter oder so. Oh, die Peitsche schallert gut rein. Guckt euch das an. Ich bleibe mal ein bisschen mehr auf dem Fleck, weil man dann nicht so viel seine EP suchen muss. Spinat, sehr gut. Geil, haben wir. So, ich glaube, auf Stufe 8 müssen wir Feuerball bringen, ne? Gut. Sollte laufen. Da ist nochmal Gold. Das nehmen wir nochmal mit. Schön. Oh, der wird reingepeitscht. Geil, da haben wir ein paar erwischt. Eigentlich muss man schon immer gucken, dass man die killt, ne? Weil das ist ja nochmal extra EP. Denn... Die kommen ja nicht wieder. So, da ist noch ein Boss. Den versuchen wir mal zu klatschen. Oh, jetzt geht's aber los. Oh, jetzt geht's aber los. Müssen wir die clearen? Ja, ne? Wir haben keine Range-Waffe. Wir clearen die mal. So gut es geht. So, da ist noch der Boss. Den versuchen wir auch mal zu killen. King Bible. Oh Gott, sehr viel Projektile. Wir müssen die echt clearen. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen wegmoven. Weil am Ende des Tages können sie ja nicht hinterher. Oder, ja, wie viel Range haben die? Ist halt auch eine Frage. Sehr gut. Ja, da tanke ich auch ein bisschen Damage, glaube ich. Das ist in Ordnung. Okay. Die halten halt echt gut aus. Aber die Rangies sind weg. So. Ja, Firewand. Sehr gut. Wobei natürlich die King Bible, meinte ich ja schon letzten Run, sehr, sehr nice ist fürs Early Game, ne? Oh, shit. Das war nicht gut. Boah, die sind aber auch hartnäckig jetzt. Aber gute Damage-Zahlen. Wir sind noch bald Level 20 und gibt es nochmal 10% mehr Damage. Ja, man kriegt halt echt so viel Gold. Krass. So. Okay. Boah, der schallert. Ah, schade. Oh, jetzt haben wir wieder hier Rangies. Boah, die halten gut aus. Krass. So. Firewand. Ich glaube, das könnte sogar schon die letzte Stufe sein. Das Problem ist halt, solange die nicht geupgradet sind, sind die echt nicht so geil. Weil die halt nicht die Gegner durchschlagen. So. Oh, jetzt kommen echt sehr viele Projektile. Ah, da ist eine Truhe. Die wäre schon geil. Die wäre schon sehr geil. Oh. Oh Gott, ich darf die echt nicht treffen. Okay. Ich könnte einmal rerollen und auf Feuerball hoffen. Aber wir nehmen die Whip. Weil Base Damage ist schon auch ganz gut. So.
Geil. Abfahrt. Ist das jetzt Stufe 8 oder? Ach, scheiße, okay. Ah, dann hätte ich mir die Truhe aufbewahrt. Naja, nächste Truhe. Nächste Truhe. Ja, ich war mir nicht sicher, ob Stufe 7 oder 8. Naja, ist ja auch egal. Okay. Ich merke gerade, es gibt ja gar keine Hähnchen. Es gibt keine leckeren Hähnchen. Das ist das Problem auf der Map. Das ist geil, da können wir die Axt, genau, können wir die Axt verbessern. Kronleuchter. Oh, da ist die nächste Truhe. Also, ein Zombie mit Truhe. Skelett. Ah, gibt dem Damage. Ah, nicht greedy sein. Der wird schon sterben mit der Zeit. Oh, da ist ein roter Dings. Sammle ich mal ein. Okay, hat nicht so viel gebracht. Oh, ich fress gerade viel zu viel. Okay, ich muss jetzt ein bisschen viel dodgen, dass wir regenerieren. Aber ich brauche diesen Feuerball. Weil dann ist alles gut. ist halt wirklich so. Oh, er ist noch nicht down. Der hat gerade richtig kassiert. Oh, nicht. Huh. Okay, wir gehen nach rechts oben raus. Zack. Oh, Junge, was ist das für ein Ackermatch? Scheiße. Eieieiei. Oh, hier liegt ja richtig viel EP rum. Holy shit. Okay. Oh, wofür brauchte man den? Empty Tomb? Wofür brauchte man den nochmal? Brauchte man den? Oder war der einfach an sich krass, weil der Cooldown macht? Alter, es gibt jetzt Items, wo man drei Sachen braucht? Es gibt drei Items, wo man drei Sachen braucht. Okay. Ich würde sagen Whip. Weil dann haben wir die auf Stufe 8. Was brauchen wir nochmal mit der Whip? Damit die Whip wird die Leben regeneriert. Was auf der Map ultra gut sein muss. Ich versuche die ganze Zeit den Boss zu damagen. Aber irgendwie, der will nicht sterben. Der will nicht sterben. Wir gucken mal beim nächsten Level ab. Gucke ich mal auf meinen krassen Sheet. Was ich brauche. Die Peitsche saved uns gerade echt ein bisschen den Ass. Cleart halt sehr viel. Aber nach unten haben wir echt ein Problem. So, jetzt. Bitte stirb. Oh, shit. What? What? Hä? Was ist das denn? Der killt einen doch eigentlich. Wir versuchen Axt auf die Max-Stufe zu bringen. Hä, heißt das, man muss die ganze Zeit vor dem wegrennen? Weil der hat ja auch kein Damage bekommen. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Gegner-Model. Hä? Killt er einen Instant? So wie die anderen Sensenmänner? Okay, eine Axt mehr. Okay, da ist wieder der Boss. Achso, das war der gleiche Tod. Der kam jetzt nur... Okay, Abfahrt. Wir kriegen eine Axt. Hä? Brauchen wir Spinat auf Max-Stufe? Oder haben die es geändert? Whip und Hollow Heart brauchen wir. Okay, und Spellbinder brauchen wir für die Bibel. So, Firewand und Spinat. Hä? Oder kriegt man nicht immer aus der Truhe das, wenn ein Upgrade ready ist? Alter, wir haben Lebensprobleme. Oh, die sind schnell. Das ist das Problem. Wer ist denn er? Dieser Riesenskelett. Oh Gott. Ey, wir brauchen jetzt wirklich ein gutes Upgrade, bitte. Mann, die Truhe hätte uns gerade saven können. Savior. Oh, nee. Den sprechen wir hier nicht aus. Aber wäre ein guter Wortwitz gewesen. So. Der hat locker eine Truhe. Komm. Du hast eine Truhe. Gib mir die Truhe. Oh, kassiert hat er. Der kassiert. Der kassiert ja richtig. Bitte. Die Feuerbälle, die machen richtig Work. Guckt euch das an.
Oh, Junge, der kassiert mit jeder Feuerballsalve deine 500 Damage, oder? Junge, was hält der aus? Scheiße. Nehmen wir mal mit, dass wir es haben, ja? So, jetzt aber. Ja, das ist Hellfire. Okay, jetzt sollten wir weniger Probleme haben, glaube ich. Okay. Sehr gut, das cleart ordentlich. Baller mal nach unten. Sehr gut. So. Sind ja auch Level 20 geworden, dadurch mehr Damage. Was war das? Habt ihr das gesehen? What was that? Ah, wir brauchen echt die Peitsche, dass wir Leben regenerieren. Also Hollow Heart jetzt. Hollow Heart, echt das Wichtigste. So wichtig, dass wir mal rerollen. Oh! Ah ne, das war der Fluch. Wir rerollen nochmal. Scheiße. Okay, dann machen wir Empty Tomb. Cooldown. Boah, Junge. Ja, was waren das für Schlangen, die da lang gekrochen sind? Das war ja heftig. Also, es war wirklich heftig. Ich muss auch EP mal wieder einsammeln, bitte. Holy shit, jetzt spawnen die aber. Oh Gott! Das ist ja eklig. Wir brauchen unbedingt die Peitsche. Bitte. Oh, und wir bräuchten mal so ein Magnetding, das hier alles einsammelt. Dann hätten wir weniger Probleme. Mehr EP hätten wir. Oh Gott. Nur ich muss dodgen, like Beckham. Oh Gott, was ist das? Immer dem Feuerbällen folgen. Haben die den Hund gerade nicht gekillt? Cooldown. Also Hollow Heart oder Äxte. Das wäre so mein Wunsch. Bible wäre auch noch okay. Weil die schallert dann langsam. Vor allem die knockt back halt. Das ist halt sehr nice. Ihr seht es ein bisschen. So. Jo, das war eine gute Salve. Ah, ey, ohne die Feuerbälle wären wir so am Arsch gerade. So. Okay, es läuft okay. Ich regeneriere langsam Leben. Das ist halt auf der Map echt so krass, ne, dass man halt, ja, nicht regeneriert. Also, ne, keine Hühnchen. Okay, Empty Tomb. Nice. Äxte, weil fast Max-Level. Spinat. Oder? Ja. Axt. Okay, jetzt brauche ich eine Truhe. Dann kann Sen. Hä, die sind immer da oben irgendwie. Vielleicht weil da die Wege sind. Die horizontalen Wege. Lass mich durch. Laurel wäre schon auch gut, aber wir machen lieber Damage. Wir machen Damage. So, da ist was Rotes. Das sieht doch gut aus. Zack. Ja, sehr gut. Oh, die halten viel aus, ey. Lästig. No. Oh Gott, das hat richtig Damage gemacht. Scheiße. Oh Gott. Okay. King Bible. Jawohl, jetzt ist sie. Jetzt ist sie gut. So. Oh, da. Oh mein Gott, wie viel EP. Oh, lecker. Da ist ein Boss-Skelett. Okay, ich muss jetzt aber wirklich wieder auf Leben achten. Ah! Für den brauchen wir Empty Tomb. Holy Wand kommt dann raus. Aber ich will eigentlich die beiden Täubchen erstmal. King Bible. Nice. Ich glaube, wir haben es gerade. So ein bisschen. So, bitte. Oh, sehr gut. Da ist die Axt. Sehr gut. Und wir machen mehr AOE-Damage. Das ist...
Ultra gut. Jawohl, jetzt. Das ist der Befreiungsschlag. Jetzt brauchen wir nur noch Leben. Okay. Spinat. Was ist das? Ich glaube, da muss man einfach dodgen. Weil die uns einen sonst komplett wegklatschen. Okay, jetzt gerade sehr gut. Mehr Damage, I guess. Jetzt müssen wir echt langsam gucken, dass wir die Waffen zusammenbekommen, die wir wollen. Ah, Hollow Heart wäre echt nice. Hätte ich gern. Vielleicht gibt es das auf der Map nicht. Es ist schwarze Herz, glaube ich. Jetzt läuft gerade. Ihr merkt es. Es läuft. Der Lachs löbt. Was brauchen wir für Whip? Ja, Hollow Heart, genau. Was mache ich hier? King Bible. Was brauchen wir für King Bible? Spellbinder. Okay. Also jetzt knallt die Bibel rein. Ihr seht es. Ja, sehr gut. Jetzt wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt könnte ich mir, glaube ich, sogar überleben, auf dem Fleck zu bleiben. Okay, das erinnert mich daran, dass ich das vielleicht nicht tue. Okay, das jetzt. Oh Gott. Bitte geht. Oh, die geben aber gut EP. Was ist das? Oh mein Gott. King Bible. Ein Projektil mehr. Abfahrt. Knockback. Oh. Très bien. Nehmen wir. Mehr Projektile. Das ist gerade übelster Damage Boost. Und auch gut für Knockback. Ich werde in die Truhe. Was kriegen wir? Nice. Bibel. Geil. Never ends. So, Bibel, jawohl. Base Area. Ja, ist sehr gut für die Feuerbälle auch und auch für die Sensen. Die haben dann größere Hitbox. Klären die mehr. So. Wir brauchen eine scheiß Hollow Heart. Dann haben wir... Also wir machen jetzt schon richtig gut Damage. Richtig gut Damage. Wir haben ein sehr gutes Clear. Aber wir brauchen Leben. Es ist hier zu sehr auf Messers Schneide noch. Das Ding ist, wenn ich jetzt Magic Wand nehme, bevor ich die beiden Tauben nehme, kann ich nicht die beiden Tauben kriegen. Ja, das heißt Spellbinder. Das sieht gut aus. Ich meine, ey, diese Schlange. Was ist es? Gibt es keine Hollow Heart oder wollen die einfach arschen? Jetzt mal ehrlich. Oh, da ist noch richtig gut Geld. Gib Geld. Gib Geld. So. Läuft. Läuft gut. Läuft sehr gut. Ja, Leute, ich glaube, es wird noch mehrere Parts geben. Ich habe Bock mit euch das Spiel zu clearen, sag ich mal. Achievements. Die Levels freischalten. Wir machen Kerzenleuchter, Kronleuchter, whatever. Oh, da hat mich wer gehittet. Ja, geil, Duplikator, nochmal. Jetzt. Jetzt ist sehr gut. Duplikator ist sehr selten, ne, oder? Haben die Items unterschiedlichen Seltenheitsgrad? Guck mal, was das macht. Holy shit. Unterschiedlichen Seltenheitsgrad für, dass sie halt kommen, dass sie beim Level-Up wählbar sind. Okay, Empty Tomb. Ich glaube, das sollte ich... Ich glaube, die Truhen sollte ich mir aufheben. Wenn ich die wirklich brauche für Upgrades. Okay. Ich bleibe mal auf der Stelle stehen und teste mal, ob das reicht. Ja. Bibel rasiert zu hart. Bibel rasiert viel zu hart. Okay. Ich bleibe jetzt stehen, weil dann brauche ich nicht die ganze Zeit EP suchen, denn ab einer gewissen Anzahl von Kristallen erscheint ein roter Kristall ganz leicht außerhalb des Bildschirmrandes und da geht alle EP dann rein, die ab dem Moment. Das heißt, ich stehe auf dem Fleck
Und wenn ich, wenn mir danach ist, renne ich zum roten Kristall und krieg mehrere Level. Ist halt chilliger. Ist ja wirklich chilliger. Ja. Ich würde sagen, die erste Runde war warm laufen. Warm machen. Diese Schlangen. Die kommen jetzt richtig oft. Okay, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ne, die sind langsam. Deswegen kommen die nicht ran. Aber die halten mehr aus. Okay, ich glaube, ich würde jetzt mal gucken, wo der rote Kristall ist. Da oben. Spellbinder. Hä, mehr nicht? Haben die es geändert? Ist, war das dann der richtige? Oder ist hier noch einer? Da ist noch einer. Vielleicht ist das der. Haben die es geändert? Hier gibt es eine neue Meta. Anscheinend. Weil ich stand eigentlich lang genug. Hollow Heart ist es. Geil. Jetzt brauchen wir eine Truhe. Und... ah, da ist noch ein roter Kristall. Vielleicht ist das der. Ja. Ja, ja, ja. Oh, shit. Skip. Hollow Heart. Hollow Heart. Spellbinder. Da. Ebony Wings. Oh, ja, dann nach den Ebony Wings nehme ich Lightning Ring, glaube ich. Ebony Wings. Hollow Heart. Jetzt müssen wir sehr ausgeglichen skillen. Weil wenn ich jetzt etwas maxe, kann es passieren, dass ich beim Level Up nur Sachen bekomme, die ich nicht brauche. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, ja. Weil ich einfach, ne, die anderen Sachen schon voll habe und die dadurch nicht mehr erscheinen. So, Truhe. Das müsste jetzt die Peitsche sein. Sehr gut. Jetzt kriegen wir Leben. Wir haben auch deutlich mehr Max Life jetzt. Jawohl, seht ihr? Die Achter-Hits. So. Hä, was ist denn jetzt los? Was macht der denn? Der macht Wasser? Den muss ich killen, oder? Kriegt der Damage? Stimmt, der grüne Dude kam diesmal auch nicht. Was ist das für eine weirde Map? Okay, der treibt mich hoch. Ich krieg den nicht. Ja, ich muss nach oben gehen. Ich muss den genau in den Holy Bibles kriegen. So. Bep, bep, bep. Nochmal Ebony Wings, sehr gut. So. Ich glaube, wenn ich Druck mache, dann rutscht es wieder runter. Wenn ich auf ihn Druck mache, dann... okay. Was ist das für eine Map? Ist ja voll krass. Haut mal gerne Infos zu der Map raus. Also ihr könnt ruhig auch spoilern, was so Secrets angeht und so. Aber nur für die Map. Wenn ihr da Infos habt und wisst und was auch immer. Würde mich interessieren. Weil ansonsten würde ich es, glaube ich, googeln. Beziehungsweise im Wiki nachschauen. So, Ebony Wings. Oh, bitte die andere Taube. Das wäre schon echt wichtig, weil jetzt ist die schon auf Max Life. Oh, Bones. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir das Problem. Skip. Banish, glaube ich, weil ich will lieber Thunderding. Achso, das. Was schallert denn jetzt hier so? Achso, Ebony Wings. Ich dachte gerade so, was macht denn hier so ein Lärm? So, ist er jetzt auf Max Rang? Ach du Scheiße. Skip. Gib mir die normale Taube, please. Wäre mir wichtig, ein Anliegen. Aber wir sind mega good to go. Eigentlich kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Ich krieg ja auch Leben. Also selbst wenn was mal rankommt. Oh, hier ist eine Artillerie-Position. Aber rumrennen ist schon gut, weil ich halt übel viel Geld mache, wenn ich die Fackeln... kill, ne? Warum sind die so in einer Reihe?
Also man macht hier echt richtig krass Geld. Habe ich das schon mal erwähnt? Ach, scheiße. Skip. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Scheiße. Also das Problem ist jetzt nicht heftig. Aber es ist traurig. Es ist sad. Ja, nehme ich den Magic Wand. Weil der wird dann... Was wird der? Was wird der? Alter, es gibt so viele neue Sachen. Krass. Man kann das Fluchding mit Song of Mana kombinieren. Was man da alles machen kann, ist ja heftig. Aber ich sehe gerade... Da, Magic Wand und Empty... Oh, ja, genau, Holy Wand. Kenne ich den überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Na gut. Schauen wir mal. So, 30 Minuten. Dann kommt hier Finale. Aber vielleicht muss ich den ja auch nur auf Level 60 bringen. Jetzt erhöht sich Lautstärkepegel, ne? Ein bisschen. Der Challert. Ja, ab jetzt ist eigentlich ein Abfarmen. Und warten, dass krasse Gegner kommen. Für die Highlights. Alter, was hier an der EP rumliegt. Ich kann jetzt einfach durchrennen. Also es ist, ihr seht es. Ist halt legit egal. Rot, rot. Ja, hier wird geballert. So, den haben wir auch ratzfratz. Dadurch, dass es unsere letzte Waffe ist und auch alle Support-Slots voll sind, haben wir den ratzfratz auf Max-Rang. Holy One. Ich kann mich echt nicht erinnern, was das war. Weiß ich nicht. Hey, die Projektile von denen werden irgendwie von der Holy Bible abgewehrt, ne? Guck mal, die verschwinden, ja? Ich bin einfach unbesiegbar. So, da liegt noch Geld rum. Oh. Hey, die Holy Bible, die carried halt echt so durch, ne? Das ist so krass. Und für die großen Viecher haben wir dann Feuerbälle und die Sensen. Das ist so heftig. Die Truhe heben wir uns auf für den Magic Wand. Genau, der ist jetzt Stufe 6. Alter. Ich meine, ich habe jetzt auch gar nicht die Map erkundet, ne? Aber was soll's. So, 7. Ein Level noch. Dann nehmen wir die Truhe. So. Da ist ein roter Kristall. Nice. So. Wir können jetzt auswählen, dass wir nur eins der Sachen bekommen. Machen wir mal nicht. Krass, dann kann... Okay. Also das wäre so auf Run auf jeden Fall bis zum Endboss schaffen. Und das wäre so Goldfarm. Wir machen mal deswegen das, weil Goldfarm ist gerade jetzt nicht mein Main-Target. So, Holy Wand. Was macht der denn? Fires with no delay. Okay, der ballert einfach durchgehen. Okay. Ja, ist ganz nett, I guess. Nice to have, aber jetzt nicht. Ich meine, was an dem gut ist, der ballert halt auf das Ziel, was am nächsten dran ist, glaube ich. Das heißt, wenn da ein Boss ist, fokussiert er den schon ziemlich krass weg. Aber an sich der Schaden ist, glaube ich... Ja, man sieht, das sind so 70er, 80er Hits. Aber es sind halt sehr viele Hits. Na, schwer zu sagen. Ich weiß ja gar nicht, was gerade Meta ist oder so. Oder ob die es überhaupt angepasst haben seit... Also in den letzten Monaten. Weiß ich ja gar nicht.
So, auf jeden Fall weiß ich, dass hier übel geballert wird. Noch 5 Minuten. Erfahrungsgemäß wird es gegen Ende echt nochmal knackig. Weil dann ja Bosse als normale Units spawnen. Und dann gibt es auch nochmal richtig saftig Level. Weil die halt ultra viel P. Okay. Weg mit euch. Oh, da ist ein Boss. Ah ne, tatsächlich. Die kommen jetzt als normale Units. Ja, jetzt wird's eklig. Okay. Jetzt beginnt es. Ja, guckt euch das an. Aber ich kläre die ganz gut. Ich muss halt immer ein bisschen... Ah, was, wenn ich so bleibe? Läuft. Läuft tatsächlich. Manchmal hat mein Charakter so eine Energiewave. Also, da gehen so von ihm so Strahlen hoch. Ist das, wenn er Level up ist und er kriegt dann automatisch ein Hähnchen? Oh, ich krieg Geld. Cool. Wir achten auf Level up. Ja, das ist das. Okay. Das ist die Animation für Level up und ich krieg dann automatisch ein Hähnchen. Nice. Schön reingedrückt. Einfach voll am Feeden hier. Ist ja eigentlich nicht cool, Feeden, ne? So. Okay, löppt. Ich glaube, ich bleibe einfach stehen. Und guck mal, was passiert. Jetzt müssten theoretisch noch andere Bosse kommen. Welche hatten wir denn noch? Also, was auf jeden Fall interessant ist auf der Map... Anscheinend einmal während des Runs oder echt absolut random erscheint der Tod in einer speziellen Form und belästigt einen. Also eben hat er ja irgendwie einen Wasserspiegel erhöht. Also hier war dann ne, so eine Art Wasserspiegel. Ich glaube, da durfte ich einfach nicht rein. Und beim Run davor, wo ich verloren habe, war der ja so in grün da und hat mich verfolgt. Und ich konnte ihn auch nicht hitten. Ich glaube, den muss man dann einfach eine Zeit dodgen, bis der verschwindet. Keine Ahnung. Okay, ich halte es aber ganz gut. Aber ich sehe jetzt auch kein Mega-Boss. Also normalerweise sind dann ja nochmal richtig krasse dabei. Oh, nochmal Hähnchen. Da, roter Kristall. Ah, da war einer. Gibt nochmal Gold. Schön. Da liegt auch nochmal Gold. Da liegt... Okay, liegt überall Gold. Na, lass mich mal durch. Schade, dass das mit der Taube nicht aufgegangen ist, ne? Naja, machst du nix. Aber ich glaube, ich hatte nicht einmal in dem Run eine normale Taube zur Auswahl. Schon ein bisschen unlucky. So. Was geht jetzt ab? Was war denn jetzt los? Ach du Scheiße! Junge, 43 Sekunden. Nein! Hä, wie krass. Okay, ich überlege gerade. Ja, ich glaube, Doppeltaube hätte schon echt gesaved, denke ich. Ansonsten waren das schon sehr gute Items, aber auf Basis dessen, als ich aufgehört habe, was da gut war. Es waren schon sehr, sehr gute Items. Normalerweise bin ich nicht so Fan von defensiven Items, weil, wie gesagt, ist ein Damage Race, ihr habt es gesehen. Entweder ich clear die oder die erdrücken mich. Aber was macht noch mehr Damage? Ja, ich glaube, die Regenbogentaube und dann halt der Blitz oder Donner. Weil mit dem Duplikator kann ich den ja upgraden. Dann macht er übertrieben Damage und AOE. Das noch zusätzlich. Dieser Holy Wand ist halt übel scheiße. Glaube ich. Also hat man ja jetzt gesehen, haben wir ja wirklich nichts gebracht. Man braucht AOE Damage.
Ansonsten, diese Molotow-Cocktails, die so runtergeregnet kommen, die wären, glaube ich, auch noch gut. Gerade wenn man stehen bleibt. Weil die wandern ja mit einem dann, wenn man die verbessert hat. Okay, aber hat es gereicht für irgendeine Freischaltung, Achievement? Nee. Okay, Leute. Aber informiert mich mal über The Bone Zone, würde mich interessieren. No Item Drops ist halt voll gelogen, oder? Enemies grow stronger over time. Vielleicht war das auch der Grund. Ja, und ansonsten würde ich sagen, beim nächsten Video gehen wir hier auf Level 60, schalten das frei. Und dann machen wir noch ein Video, wo wir das spielen. Und dann können wir die hier mal auschecken. Ja, und ich will mal die Items hier freischalten, die. Nee, Kollege. Ach, hier, guck mal, Unlocks. Hier steht's ja sogar. Ich brauch's gar nicht googeln. Unlock Gallows Tower. Reach Level 60 in the Diary Plant. Deal with the whole Lunar Eclipse Event. Starting from Moon Glow. Survive 10 minutes with Pugnala. Pugnala, Digga? Was ist Pugnala? Popea, Alter? Hier sind neue Charaktere, glaube ich. Ja. Okay, Collection. So, folgendes. Alter, wie viel es hier Neues gibt. Das sind ja Waffen. Das sind Waffen und Passive. Ach du Scheiße. Aber ich wollte gerade sagen, ich zeig euch das mal. Vampire Survivors Evolve List. Das ist halt krass, was es da alles gibt. Das hatte ich hier die ganze Zeit auf dem zweiten Monitor auf. Hier. Fiera der Tufello, dann Aid the Sparrow und Tiramisu. Ich kenne nur das. Das ist dieses Tiramisu, wodurch man ein Leben mehr hat, glaube ich. Also wir müssen die Sachen hier freischalten und, ne? Oder auch das hier. Laurel kenne ich. Das ist das, dass man ein Schild hat und Damage negiert wird. Aber Metaglio Left und Right, sind das diese Flügel? Clocklands kenne ich, das ist der Eisstrahl. Aber Silverring und Goldring? Infinite Corridor. You must level up the weapon in both items. Also, das ist ja krass. Junge, das ist ja krass. Okay, Leute, das war ein Video hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, war mega geil.